Hurra, der DAX dürfte heute die 13.000er Marke erobern, wieder erobern und damit seit Juni 12% zugelegt haben. Natürlich, weil die fundamentale Lage und die Konjunktur so deutlich besser geworden sind. Nein, es liegt natürlich nicht an der Lage der Konjunktur und nicht an den tollen Unternehmensergebnissen. Die sind im Vergleich zum Vorjahr oder zum Vorjahresquartal auch bei den DAX-Unternehmen rückläufig. Nein, es liegt an der EZB, es liegt an der Fed, es liegt an der Euphorie der Märkte, die glauben, die Notenbanken werden uns raushauen wieder mal aus der ganzen Geschichte und dann springt die Konjunktur schon irgendwie von selber an. Mal sehen, ob das passiert. Ist der DAX zu teuer, wenn er heute die 13.000er Marke erreicht? Wohl nicht. Sind die Amerikaner, die US-Indizes zu teuer? Ganz sicher. Schauen wir uns zum Beispiel mal folgende Grafik an, die das ein bisschen illustrierte. Die zeigt nämlich, dass die zwei Aktien, nämlich Apple und Microsoft, derzeit mehr wert sind, eine höhere Marktkapitalisierung haben als alle die Unternehmen, die am deutschen Markt gelistet sind. Das muss man erstmal hinkriegen. Ist das gerechtfertigt? Okay, Microsoft hat in letzter Zeit einen richtigen Lauf, vor allem im Cloud-Bereich. Da nimmt man Amazon sehr viel Geschäft ab. Aber Apple ist eine Firma, deren Umsätze zurückgegangen sind, deren Gewinne zurückgegangen sind im Vergleich zu 2018, aber der Kurs ist auf Allzeit hoch und wir haben derzeit einfach extreme Parameter an den Märkten. Das kann man hier vielleicht mal zeigen. Wir haben hier zum Beispiel die Rekord-Short-Quote in Sachen VIX-Spekulation. Es ist also ein neues Allzeithoch, was Spekulationen auf einen weiterfallenden VIX, also auf weiterfallende Volatilität hier der Fall ist. Wenn da etwas kommt, was sozusagen unerwartet ist, dann rumpelt es in der Kiste, denn dann müssen sehr viele aus diesem Markt auch wieder raus. Was wir sehen, ist derzeit der Fear and Greed Index bei 80. Das ist ein Extremwert. Ja, wir waren schon mal höher im Jahr 2017, aber wir sind jetzt auf dem Hoch, dass wir Anfang 2018 hatten, Januar 2018, da ging es dann ein bisschen schärfer runter, eben weil alle sehr einseitig positioniert waren. Jetzt sagt man sich, naja, was kann schon schief gehen? Die Fed hilft uns, der Handelskrieg, der wird schon irgendwie erledigt, am Wochenende Aussagen von Wilbur Ross und von Trump, ja, ganz toll, wir werden uns wahrscheinlich in den USA treffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chinesen Lust haben, sich in die USA zu begeben, um da etwas zu unterschreiben. Und das ist genau jetzt die Krux. Wir sehen eben, dass die Notenbankbilanz der Fed so massiv nach oben gegangen ist. Das ist der eigentliche Grund. Dieser Handelskrieg ist sozusagen ein bisschen Beiwerk derzeit, denn man nimmt jeden Anlass, um die Geschichte noch weiter raufzukaufen. Am Freitag die, naja, nicht ganz so dramatisch schlecht ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten, da hat man dann gleich gesagt, ja, unbedingt kaufen, obwohl das nicht wirklich ein Grund zum Feiern war. Wenn man sich mal die Daten anschaut, der Trend geht ganz eindeutig nach unten in diesem Sektor, was die Privatstellen betrifft in den USA. Also wir haben letztendlich Handelsoptimismus ist noch ein Beiwerk, aber das ist die Hauptursache, die Fed-Bilanz. Seit die Fed praktisch hier diese Operationen durchführt, seit 24. Oktober sind die US-Indizes kein einziges Mal gefallen. Das muss man sich mal vorstellen. Was wird jetzt passieren? Wir haben, wie gesagt, extreme Positionierungen auf allen Seiten. Ich hatte am Freitag gezeigt, dass auch die Fondsmanager extrem positioniert sind, dass die Privatinvestoren in den USA extrem positioniert sind. Wir sind jetzt bei 145,6% des BIPs, was die Marktkapitalisierung der US-Märkte betrifft. Am Anfang des Jahres waren wir noch bei 122%, der Durchschnitt ist 83%, also ein bisschen geringer. Und wir sehen, dass eben auch die Marktbreite fehlt. Hier sind zum Beispiel jetzt nur 7% der Aktien im S&P 500 haben ein neues Allzeithoch erreicht. Wenn ein Index ein neues Allzeithoch erreicht, wie der S&P 500 am Freitag, aber nur 7% der darin enthaltenen Werte, dann ist das durchaus ein Warnzeichen. Die Marktbreite auf allen Fronten oder an allen Fronten nimmt ab. Das ist normalerweise ein Zeichen, dass da etwas kommt. Wir sind jetzt 6% über dem 200-Tages-Durchschnitt. Das ist extrem, eine extreme Abweichung, die normalerweise vor Korrekturen steht. Und die Frage ist nur, was wird diese Korrektur einleiten? Wir sehen zum Beispiel auch, und das ist eine interessante Grafik hier, das ist der S&P 500 und die Einzelhandelsumsätze in den USA. Und man sieht ganz schön, wie die Amerikaner konsumieren, wenn der S&P hochsteht. Deswegen dürfte jetzt nochmal ein bisschen Optimismus auch reinkommen bei den US-Konsumenten, die ja sehr stark
in Sachen Aktien investiert sind, die sehr stark von ihren beliehenen Häusern leben etc. Also all das dürfte dann eine Rolle spielen. Schauen wir uns noch diese Grafik an. Ja, globale Liquidität, das ist es. Es ist ja die chinesische Notenbank, es ist die japanische, es ist die EZB, es ist die Fed, das erklärt das. Aber wird das reichen? Liquidität allein ist nicht alles. Das ist eben der Punkt. Und die Frage ist, wann wird jetzt diese überhitzte technische Situation abgebaut? Eine Korrektur ist überfällig, auch wenn die Märkte kurzfristig noch weiter steigen können. Gar keine Frage, man kann das Extrem noch weiter ins Extrem treiben. Das ist natürlich der Fall. Was wir hier sehen, das ist der DAX, wie er aktuell getaxt wird. 13.018 Punkte. Die Charts ahnen, sie ahnen es von Capital.com. Wir sehen den S&P 500 bei 3000 knapp 70 Punkten. Heute Japan Feiertag, nur China handelt im Plus. Wir sehen den Nasdaq 100 bei 8180 Punkten. Der Dow Jones 27.385. Was macht die Dollarfront? 1,1170. Der Euro hält sich also praktisch auf dem Oktoberhoch. Auch Gold kann sich deutlich über der 1500er Marke halten, geht aber auch jetzt seitwärts 1512, und das amerikanische Crude Oil, das steht bei $55.90. Also, es ist nicht so, dass jetzt die Lage sich verbessert hätte. Ich kann Ihnen nochmal zeigen, wir haben jetzt in der US-Berichtssaison haben wir folgende Grafik. Wir haben durchschnittliches Gewinnwachstum im dritten Quartal von minus 2,7%. Damit haben wir das dritte Quartal eine Earnings Recession. Das ist der Stand jetzt Ende Freitagshandel. Wir haben 61% der US-Firmen, die Umsatzerwartungen übertroffen haben. Also mehr als die Hälfte. Naja gut, wenn ich die Erwartung so weit senke, dass selbst jeder Depp drüber springen kann, nicht so schwierig. Und wir haben, was sind es, glaube ich, 76% der Unternehmen haben die Earnings per Share Erwartung übertroffen, also die Gewinn pro Aktie, aber das ist massiv nach unten gegangen, auch hier bei der Erwartung. Und gleichzeitig muss man ja bedenken auch, dass immer weniger Aktien da sind, weil eben die Unternehmen die Buybacks betrieben haben. Und da abschließend noch ein Grafikchen, was hat die Märkte getrieben? Das sind die Unternehmen, die die eigenen Aktien kaufen, alle anderen sind eigentlich gar nicht mehr auf der Positivseite, was die Nachfrage nach Aktien betrifft. Also, das ist der Stand der Dinge. Hurra, der DAX auf 13.000. Wir sehen schon in Zeitungsartikeln wieder, Mensch, Leute, ihr müsst jetzt rein. Das ist eine hervorragende Voraussetzung, dass der DAX sich in nächster Zeit verdoppeln wird. Ich wünsche einen wunderbaren Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.